Achtung! Dieser Beitrag dient in erster Linie der Unterhaltung und ist nicht zu verwechseln mit einer verlässlichen Informationsquelle. Für brauchbare Infos wenden Sie sich bitte an Ihren Park-, Tierarzt oder direkt an Ihren Hund. Moin Leute, willkommen beim Hanselrider. Heute geht es um ein Thema, was mich eigentlich gar nicht betrifft, aber das ich jetzt trotzdem bespreche, weil die Off-Season einfach zu lang ist und Zeit ist ja da. Es geht um Hunde in Freizeitparks und Achterbahnen. Darauf aufmerksam geworden bin ich nach einem Blick auf die Parkordnungen mancher Spaßanbieter. Besonders eine Passage hat es mir dabei angetan. Zitat: Hunde sind willkommene Gäste, müssen aber stets an der kurzen Leine geführt und fortwährend beaufsichtigt werden. Zu Fahrgeschäften, Shows und besonders gekennzeichneten Bereichen des Parks haben Hunde keinen Zutritt. Andere Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. So. Erstmal zu Hunden im Park. Es ist nicht überall erlaubt. Im Moviepark kommt ihr als Hund gar nicht rein. In Leipzig wiederum sind Hunde zwar erlaubt, aber nur wenn sie die Schnauze halten. Ne? Darum auch der Name Bell Antis. Dass manche Parks, wie zum Beispiel auch Hansa, Heide und Europapark, das Mitgebringe von Hunden überhaupt gestatten, liegt natürlich daran, dass ein Gast mit Hund immer noch lukrativer ist, als einer, der mangels Betreuungsmöglichkeiten zu Hause bleibt. Aber nur weil die Hundeeinfuhr in Parks gestattet ist, heißt es ja nicht, dass sie eine gute Idee ist. Denn so ein Hund im Freizeitpark ist erstmal eines: total reizüberflutet. Viele Menschen, Geschreie, laute Geräusche, schnell vorbeirauschende Objekte und so viel zu erschnüffeln. Ja, Gerüche, soweit das Auge reicht. Das alles an der kurzen Leine bedeutet für so einen Hund ein ständiges Unterdrücken von Impulsen. Ergo Stress. Ich gebe allerdings zu, da ist jetzt auch viel Gemutmaße bei. Denn weder habe ich einen Hund, noch habe ich bisher einen Hund getroffen, der seine fundierte Meinung zu dem Thema verständlich kommunizieren konnte. Übrigens, ihr seht hier heute viel Video ohne Hund. Denn gehe ich durch den Park und da ist einer, der einen Hund hat, dann mache ich das immer so, ich gehe einfach weiter. Es sei denn, ich stehe in dem Moment, ne? Dann bleibe ich einfach stehen. Egal. In Wirklichkeit traue ich mich einfach nicht, jemanden, der einen Hund hat, zu filmen. Man weiß ja nie, ob der beißt. Und den Hund kann man auch nicht einschätzen. Aber falls ihr zwischendurch mal einen Hund sehen wollt, dann seht ihr einen hier und hier ganz besonders. Hunde und Freizeitparks schließen sich ja nicht zwangsläufig aus. So kann man bei der Benennung seines Tieres ja durchaus auf Vokabeln aus der Fahrspaßindustrie zurückgreifen. Taron bei Fuß! Ne? Kann man so machen. Auf dem Hundeplatz trifft sich der Terrier Taron dann mit Border Collie Colossus und der westfälischen Dachsbracke Bandit. Alle untamed. Gefährliche Mischung. Noch gefährlicher wäre es allerdings, seinen Hund mit auf eine Achterbahn zu nehmen. Darum müssen Parks, die Vierbeinern den Eintritt gewähren, explizit darauf hinweisen, dass die Tiere keinen Zutritt zu den Fahrattraktionen haben. Denn anscheinend gibt es echt Leute, die explizit darauf hingewiesen werden müssen. Die Verantwortung liegt hierbei aber ganz klar beim Halter. Denn man sollte ja meinen, die Ride-Ops würden schon merken, dass sie da gerade einen Schnauzer stapeln. Aber ich habe da schon Fahrgäste gesehen, da wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Fürchterlich. Dazu kommt, rein biologisch ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass sich selbst der ein oder andere Mensch auf einer Fahrattraktion mal vor Panik in die Hose macht. Beim Hund ist es aber noch viel wahrscheinlicher. Aber aus Panik und hoffentlich Protest. Und vor allem ohne Hose. So ein gelaunchter Labradudel oder gebänkter Beagle ist zwar eine lustige Vorstellung, aber null artgerecht. Das Fahrverbot gilt auch für alle anderen Tiere, mit dem Unterschied, dass sich die Umsetzung bereits durch die Verwehrung des Parkeintrittes erübrigt. Also bringt es auch nichts, wenn man vor einer Achterbahnfahrt seinen Hund entsprechend thematisieren würde, zum Beispiel als Iltis oder so. Ne? Tierischer Fahrspaß ist in Freizeitparks halt nicht so gerne gesehen. So,
nehmt bitte nach Möglichkeit keine Hunde oder sonstiges Getier mit in den Freizeitpark und erst recht nicht mit auf die Fahrgeschäfte. Schützt eure Hunde und natürlich auch euch selbst, denn Sicherheit geht vor. Oder wie es auf Dänisch heißt, den Sicherheit er fick dich. Ciao.